Ladies and Gentlemen, willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft FeeZeeBeeZ Infinity Evolved Expert Mode Skyblock. So, noch ein bisschen offscreen hier getan. Die Truhen sind hier weg. Ich habe mal so ein paar Rezepte hier einarbeiten lassen. Unter anderem, ja, alles was wir hier für den Assembler brauchen. Die Engineering-Prozessoren. Fast, also alle Prozessoren können wir fast komplett autocraften lassen. Warum fast? Da fehlt noch ein bisschen Feineinstellung, aber das wollte ich heute mit euch machen. Und wir können dementsprechend auch schon bis zu 16K Festplatten craften. So, wenn wir dann jetzt einmal hier runtergehen, einmal so zaggy. Hier habe ich sowas aufgebaut. Problem ist, das Zeug, was wir jetzt hier reinhauen würden, würde einfach random hier verteilt werden. Das wollen wir ja natürlich nicht. Dafür, damit das besser aussieht, brauchen wir Filter. So. Hier können wir einfach so sagen, Extract. Das ist richtig eingestellt. Auch. Auch. Und auch. Und hier ist Insert. Okay. Hier sagen wir Always Active. So. Müssen da einmal so ran. Na. Extract. Nee, das war scheiße. Das war falsch. Das soll nicht Extract sein, da soll Insert hin. Ich lasse den Quartzblock jetzt extra mal draußen. So. Wir gehen jetzt aber erstmal nach oben. Warum gehen wir nach oben? Ganz einfach. Weil wir ein paar Filter brauchen, wie schon gerade erwähnt. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, brauchen wir 7 Filter. So, wollen wir sie? Hier die Basic Item Filter. Wir haben kein Papier. Ja gut. Papier. Wow. Haben wir noch Sugarcanes? Natürlich nicht. Haben wir Sand hier? Ja. Obwohl, da machen wir einfach nur gerade so. Nehmen wir uns hier irgendwie mal was Bone Meal raus. Ein Cropstick. Und gehen dann mal schnell die Sugarcane-Seeds holen. Müssen wir irgendwann vielleicht dann auch nochmal automatisieren oder eher gesagt automatisch craften lassen. So, zack, zack, zack. Blob. Einmal hochzüchten. Einfach was auf Vorrat. Machen wir jetzt mal gerade. Ja, nicht ins Deck. Bauen wir durch. Ah, oder? Nee, nee. Ich mache einfach mal gerade ein Deck Zuckerrohr fertig. Ich meine, okay, das reicht uns schon. Kriegen sogar noch 4 extra. Sehr schön. Der Rest kann dann auch schon wieder ins ME. Da können wir jetzt auch ein paar Sachen viel besser verstauen. Habt ihr ja schon gesehen. Den Block auf Quarz muss ich mir jetzt wiederholen. So, jetzt aber nochmal zurück zum Filter. Ich hatte gesagt, wir brauchen 7 Stück. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und 7. So. Dann brauchen wir jeweils einen Prozessor. Calculation, Calculation. Das ist sehr gut. Mach doch. Okay. Wir brauchen Gold, Redstone, ups, Pure Certus, Silicon. Ja, das ist alles das Silicon, was ich jetzt die Tage verarbeitet hatte. Einen Diamanto, wo haben wir sie? Da. Ah.
Und das sollte es schon gewesen sein. So, wir sagen jetzt erst einmal, hier haben wir die Engineering. Filter rein. Whitelist. So. Filter rein. Hier kommt Calculation und Engineering rein. Hier ist Calculation. Das heißt, na, Pure Status Quad kommt hier rein. Hier ist Logic. Das heißt, hier kommt Gold rein. Silicon. Kommt natürlich Silicon. Und wer es erwartet, ich habe mich verrechnet. Hier kommt Redstone rein. Hier kommt erstmal nichts rein. Na, wo ist das Loch? Ich treffe das Loch nicht. So. Oh, die brauchen natürlich noch Strom. Ich glaube, da nehme ich sogar einfach nur die Hardened. Weil so viel Energie brauchen die Teile ja nicht. So, einmal hier rangeklatscht. Und dann einmal hier runterkommen lassen. Das haben wir. Das ist sehr schön, dass wir jetzt die Teile einmal dabei haben. Weil dann können wir einmal das ganze System auch testen. Aber nee, weil wir können auch einfach so mal testen, einfach alles hintereinander einmal craften lassen. Aber bisher läuft das schon super, so wie ich mir das vorgestellt hatte. So. Hier hatten wir noch keinen Filter, ne? Hier Redstone. Hier kommt Printed Silicon rein. Und dann brauchen wir, wie gesagt, nur noch einen Filter. Komm, bevor wir jetzt noch einen Hopper craften, den brauchen wir eh gerade nicht. Ach ja. Das macht mir immer am meisten Spaß bei Minecraft, bin ich ehrlich. Also bei den Modpacks, das Automatisieren. Und dann hier findet das, das und das. Calculation, Logic und Engineering. Sehr schön. So, testen wir das doch einfach mal so, so und so. Scheint zu funktionieren. Und dann sagen wir auch noch, Logic kommt hier rein. Ja. Und dann einfach nur noch ein ME-Kabel mit einem Import-Bus. Ein Import-Bus. Flup. Und das Cable, davon haben wir ja gerade heute noch was. Machen wir da mal 100. Geht schon gut voran, ne? Hoffen wir mal, dass das Smart-Cable hier ausreicht. Das daran. Eins. Na? Ja, tut es aber. Sehr schön. Das wird reingesogen. Dann können wir jetzt auch schon die bestellen. Super.
So, was ich mir noch überlegt habe, ist, hier sind nochmal drei Szenarien fertig geworden. Wir haben ja jetzt hier unten noch ein paar Maschinchen, ne? Jetzt zeige ich mal ganz kurz hier. Hier so ein Redstone Furnace, Magma Crucible und Fluid Transposer. Drei Metal Former, ein Kompressor und eine Segmill. Möchte ich hier nicht mit dem machen. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall eins. Hier muss man schauen, wie ich das automatisiere. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Interfaces. Machen wir das doch einmal. ME, crafte mir sechs Interfaces. Start. Schon mal schön währenddessen anschauen. Ja, wird die Zahl jetzt kleiner? Ja, wird sie. Müssen wir aber mal schauen. Wir müssen auch noch hier Pyrocertus und sowas automatisch craften lassen. So, zwei Interfaces haben wir schon mal. Dann habe ich hier hinten noch, wie gesagt, eine kleine Wollefarm angelegt. Eine kleine produktive Wollefarm. Die gerade mal einen Bruchteil abgesogen hat. So, machen wir nochmal ein Stack Covered Cable. Und dadurch dann ein Stack Smart Cable. Und sagen dann auch schon die Verbindungen hier für die Rezepte von den Teilen. Konnte man die auch zurückcraften? Ja, konnte man. Habe ich, glaube ich, momentan sogar lieber. Mach mal erstmal hier und hier. Der hat zwei Verbindungen. Hoppala. Das müssten jetzt vier sein. Genau. Und dann müssten wir hier auch noch ein Kabel runterführen lassen, so wie ich das sehe. Mache ich einfach schon mal. Na. Einmal, na. Hier unten kann echt Kabelgewirr sein, bis zum geht nicht mehr. Aber naja, jetzt haben wir erstmal hier. Der hat Strom. Da müssen wir noch Strom anlegen. Ja, ich komme vorerst, machen wir das dann doch so, wie ich das erst hier hatte. Wie viel übertragen die? 800? Ja, das sollte erstmal passen. Dann machen wir hier oben Push und Pull, dass er nach oben alles ausgibt. Und ich brauche den Dommelmann Crescent Hammer. Oder Crescent. Ich weiß gar nicht, wie der richtig ausgesprochen wird. Weil nur wieder geschrieben wird. Zack, zack. So, was brauchen wir denn für Rezepte im Kompressor? Wir können jetzt erstmal hier die Less. Ist doch fertig, oder? Ja. Nochmal die Interfaces rausnehmen. Ja, machen wir erstmal so. So, dann 1, 2, 3. Und hier. Der ist angeschlossen. Sehr schön. Dann reizen wir hier die Verbindung noch einmal aus. Vier und das sollten dann sieben sein, genau.
Hier ist eine Verbindung. 1, 2. Jo, passt. Dann machen wir erstmal hier die Verbindung nach unten. So. Kann ich auch einfach... Ja, machen wir mal. So. Ah, sehr schön, gut zu wissen. Ich habe gerade überlegen, irgendwie drehe ich mich hier gerade ein bisschen im Kreis. So, dann machen wir jetzt erstmal hier, ist für Rolling. So, wir brauchen auf jeden Fall Transfer Nodes und Transfer Pipes. So, welche Rezepte wollen wir denn einspeichern? Du machst aus einem Iron Ingot machst du eine Iron Plate. Encode. Das wollen wir auf jeden Fall. Das gleiche mit Copper. Encode. Tin. Encode. Machen wir das doch schon einmal. Was habe ich jetzt hier gerade genau vor? Ich weiß es selbst noch nicht. Nee, jetzt halte ich was beiseite. Ich wollte hier die Rezepte reinlegen, dass wir dann, wenn alles fertig ist, hier müssen wir auf jeden Fall mal irgendwie Trennung machen. Kann ich das hier mitmachen? Nee, das muss ich dann wirklich mit dem Stock machen, glaube ich. Ich will jetzt die ersten Rezepte einspeichern für ein Solar Panel. Und wenn dann alles klappt, dann könnte man vielleicht heute oder könnte ich dann schon mal das erste in Auftrag geben. Weil alles, was da jetzt an Energie reinkommt, okay, da, ah. Na, machst du? So, so, sehr schön. So wollte ich das. Ja, alles, was wir jetzt an Energie brauchen, geht wirklich rein in Yuyumeta über. Wir haben das, was wir an Energie brauchen, das den drüben den Tower, den können wir super ausbauen. Und deswegen würde ich sagen, fangen wir einfach nur noch wirklich an, uns schon mal zu konzentrieren Richtung Creative. Also jetzt wirklich erstmal von der rein technischen Seite. Der Rest, den wir dann machen, ist nur noch magischer Seite. Und währenddessen, wenn wir die Magie durchknüppeln, können wir auch einfach den Technikkram durchknüppeln lassen. So, ich habe mir da ein schönes Konzept überlegt. So, schauen wir doch einfach mal in so ein Solar Panel rein. Hier haben wir das Tier 1. Okay. Das Rezept für ein Furnace brauchen wir. Das ist ein Crafting Pattern. Dementsprechend Iron Furnace. Koppel werde ich auch noch. Ach, das ist Double. Koppel werde ich auch noch weiter produzieren müssen. Mache ich dann schön über die Transfer Nodes. Einfach, wer es nicht weiß, darüber kann man die schnellsten Koppelmaschinen bisher machen. Und da wir ja auch noch die Octopel brauchen für die Strongbox, würde ich sagen, ist halt, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir damit weitermachen.
So. Machen wir das schon mal an Autocraft. Wo haben wir noch Platz? Hier so. Craft, machen wir mal dann ein Iron Furnace. Okay. Solar. RE-Battery, Tin Item Casing. Das könnten wir auch über Rolling machen, genau. Dann machen wir das Rezept jetzt auch schon rein. Das brauchen wir. Und zwar, wenn ich das richtig im Kopf habe, kriegen wir aus einer Tinplate zwei davon, genau. Processing. 1, 2. Aus einer Tinplate. Rezept ist drin. Und ich denke fest. So, dann brauchen wir noch das Rezept für... Na? Ja, ganz kurz, sind die jetzt eigentlich angeschlossen oder noch nicht? Noch nicht, gut. Gut zu wissen. Dann mache ich noch einen Storage Bus. Beziehungsweise... Ich brauche dann 4 Interfaces. Start. Storage Bus. Hier. Na, nee, den Fruit brauchen wir nicht. Ach, denkt jetzt daran. Können wir Acceleration Cards machen? Drei, vier, fünf, sechs. Machen wir mal 20. Aber bitte mit normalen Fluix. So, komm, powern wir mal unten mal auf. Weil das dauert mir jetzt schon zu lange. Zack. Ja. Zack. Zack. Alles, was wir dann jetzt über haben, geht dann einfach. Ne, Interface kann. Na gut. Sollte dann jetzt was schneller gehen. Die Folge ist schon bei 22 Minuten. Ach du Scheiße. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss.